Herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video. Ich bin der Wooster und wir spielen Lords of the Fallen. Und ja, ich werde mich als erstes mal kurz entschuldigen. Die letzten Videos, ja, ich habe das in die Videobeschreibung reingeschrieben. Ja, hinterher ist mir dann aufgefallen im Schnitt, dass dann bei der Aufnahmesession, und ich nehme immer zwei, drei Folgen am Stück auf, dass der Sound komplett, ja, broken war und ich konnte ihn aber den, ja, meinen Voice quasi nicht verwenden. Das Gameplay und alles andere war okay. Ich hoffe, ich wollte es halt nicht weglassen, weil so kann man wenigstens nachvollziehen, okay, er ist dorthin gelaufen. Wir sind ja dann durch die Wege gelaufen. Wir sind ein paar Mal hin und her gelaufen, bis wir quasi in der Kammer der Sünde da den richtigen Weg gefunden haben. Und genau, nur mal kurz zusammengefasst. Für mich war jetzt auch eine längere Aufnahmepause. Danach waren wir ja bei Hydra, dem Gott quasi. Und der hatte uns ja mit dem Portal wieder zurück Richtung Zitadelle geschickt. Und aus dem Portal gab es ja hier so ein... Ja, wieder so ein kleines Portal, wo wir hier in die Arena gekommen sind. Hier haben wir drei Wellen bekämpft, haben dann eine Truhe bekommen. Und wir haben im Prinzip hier nicht viel in dieser Zwischenwelt. Wir haben hier noch den Schmied. Aber ich weiß nicht, ob wir den Schmied brauchen. Weil ich musste nämlich das letzte Mal... So, hier ist nur der... Okay. Füllen wir mal nochmal Healing auf. Und zwar sind wir dann nach dem Boss in der Zitadelle gelandet. Hier hinten war noch eine Kiste, die habe ich gelootet. Hier konnte man dann durch das Portal, wo wir gerade in der Ebene waren. Und ja, quasi so die Lootbox abgreifen, nachdem wir die drei Wellen besiegt haben. Ich hatte dann hier, wie ihr seht, ich war hier schon mal drin. Und weil ich bin hier reingelaufen, bin dann, wir werden es gleich sehen, da rein, bin dann aber gestorben. Kann ich so sagen, ist kein Problem. Ich glaube, ein oder zwei Versuche habe ich gemacht. Und hatte dann irgendwie einen Anruf bekommen, musste dann weg. Und habe dann die Session beendet. Das waren so 10 Minuten Gameplay oder was fehlen. Und habe im Schnitt dann aber gemerkt, dass mit dem Audio ein Problem ist. Und deswegen habe ich dann die 10 Minuten komplett gelöscht. Im Prinzip ist hier nichts passiert. Ich war hier drin, habe hier gefightet und habe es halt nicht geschafft. Und deswegen stehen wir jetzt immer noch an diesem Punkt. Ich nehme euch jetzt hier mit. Normalerweise beim ersten Mal läuft man hier rein und dann wird man überfallen. Und was passiert, das sehen wir jetzt hier. Und zwar sind hier zwei Gegner. Der eine kämpft mit Blitz und der andere mit Feuer. Und gefühlt mache ich relativ wenig Schaden. Und der Feuer ist sehr unangenehm zum Fighten. Es gibt irgendwie wenig Fenster, wo wir hier wirklich mal Schaden machen können. Und ihr seht, da kommt jetzt nicht wirklich viel Damage an. Und es ist, glaube ich, am Ende... Ja, das ist überhaupt eine super... Also ich habe da noch keinen guten Weg gefunden, gegen den zu fighten, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, ich werde mir noch ein Schild anziehen, was Magic hat. Ich wollte erstmal wieder reinkommen. Jetzt sind wieder beide da. Gefühlt machen die sehr viel Schaden. Und ja... Und wir irgendwie gar kein bis sehr wenig.
bin mir auch noch nicht sicher, ob das gut ist, die im Nahkampf zu fighten. Ja, mehr wie einen Schlag anbringen ist fast nicht möglich. Wo ist der andere? Der ist da hinten gerade. Jetzt ist gerade die Phase, wo wieder beide aktiv sind. Die ist super unangenehm. Ich glaube, da macht es am wenigsten Sinn, auch wirklich, ja, zu fighten, sondern einfach nur zu rennen. Ja, und bei dem Feuerdude hat man echt sehr wenig Fenster, um überhaupt irgendwie ein bisschen Schaden zu machen. Ja, am besten ist die Attacke, wo er da den Sprüh am Boden macht, den Halbkreis. Wenn man da irgendwie hinter ihn kommt. Jetzt macht er wieder seinen ganzen Feuer. So, wo ist der andere? Na, genau, hinter uns war der. Ja, wir sind nicht unter Auto, ne? Ja, das ist so lächerlich, dass die so schnell angreifen und man so kleine Fenster nur hat zum agieren. Überhaupt, wenn man auch noch, ich glaube, wir sind Mid-Roll, also ja, einfach auch, dass der da runterkommt und die halbe Arena voll mit Damage macht, ist einfach Pain. Und das, was mich halt auch voll stört, ist, dass wir gar keine Möglichkeit haben, jetzt noch zu leveln. Sondern wenn wir, also ich habe jetzt nirgendwo gesehen, dass wir, weil ich fühle mich schon ein bisschen unterlevelt, gebe ich ehrlich zu. Aber es gibt jetzt nicht die Möglichkeit, dass ich sage, okay, wir gehen in einen anderen Bereich. Wir leveln noch ein paar Level hoch oder whatever. Weil wir haben entweder die Möglichkeit, in der komischen Arena zu chillen oder hier reinzulaufen. Ja. Natürlich trifft er nochmal. Und ihr seht's, na, wir machen keinen Schaden. Ja, natürlich. Es macht auch gar keinen Spaß, gegen die zu kämpfen oder so. Ne? Es ist einfach nur Abfuck, wenn man ehrlich ist. Natürlich trifft er noch, obwohl man ausweicht. Na, sehe ich schon fast vorbei. Ja, ich brauche ein Jahr zum Zuschlagen. Und da habe ich auch noch die Axt, die uns noch nicht das schnellste Angriffspattern gibt, ne? Was wir so tragen können. Ja, lächerlich, wirklich absolut lächerlich. Ja, dann haut er nicht zu, dann tritt er zu. Ja. Ja, aus einem Kilometer springt er uns an. So, ich möchte mal wissen, ob wir irgendwelche Sachen haben, die wir austauschen können.
Das Schild bringt uns Magie 39, Feuer. Wir bräuchten Blitz und Feuer. Das wäre... eigentlich schlechter. Das wäre gut gegen Feuer, aber schlecht gegen Blitz. Das wäre Feuer und Blitz. Feuer, Blitz, okay. Ja, ist eher nur Feuer. Okay, das beste Schild war hier der Kandidat, oder? Ja, Feuer 90 und Blitz 40 und das waren 80-50, ne? 85-20 ist halt... Na. Ja. 90. Und hier wären drei Sockel. Das heißt, wir könnten schauen, ich gehe mal zum Schmied. Ja, ihr habt es gesehen, ne? Also mit unserem aktuellen, hier ist der Amboss. Mit unserem aktuellen... Eine besondere Rune, die du da hast. Ein Werkzeug des Chaos. Sie kann erschaffen oder zerstören. Sie ist wunderschön. Mhm, okay. Stimmt, wir haben ja eine Rune bekommen vom Adyr, also vom Gott. Und mit dieser Rune sollen wir ja die Seele von Kanasa fangen oder einsammeln für den Boss. Erzähl mir was über die. Sie ist anders als alles andere und enthält doch alles. Macht, die aus Schwäche entsprang. Schwäche, die sich in Macht wandelte. Danke für die Erklärung. Wirklich. Okay, ich kann die Rune in die Waffe einsetzen, in die Rüstung oder ihm geben. Okay. Füge die Rune in das Schwert ein. Ich werde Adyr die Seele von Antanas liefern. Ein Werkzeug des Chaos in der Waffe des Werkzeugs des Chaos. Ja, das gefällt mir. Aha, okay, wenn ich es in der Waffe habe, kann ich damit... Ich okay. Habe es mir anders überlegt. Probier mal die anderen Optionen. Füge die Rune in meine Rüstung ein. Ich will sie für mich selbst. Um mich zu schützen. Ein Werkzeug des Chaos als Schutz für... Das ist ein interessantes Konzept. Ich habe es mir anders überlegt. Achso, das heißt, bei der Waffe bekomme ich... Oder kann ich gegen Antanas gut anfighten? Mache ich extra Schaden? Weiß ich nicht, verstehe ich nicht ganz. Wenn ich sie selber verwende für meine Rüstung, dann buff ich mich quasi. Okay, und was ist, wenn ich sie ihm gebe? Du kannst sie haben, wenn du willst. Ich brauche sie nicht. Ein Geschenk, das niemand anzunehmen wagt. Zu groß, um es abzulehnen. Bist du sicher, dass du dich davon trennen möchtest? Also es wirkt jetzt so, als gibt es drei verschiedene Enden. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann verwoben wird. Ja. Ja, ich setze das mal in die Waffe ein, ne? Keine Ahnung. Die Seele von Antanas liefern. Ein Werkzeug des Chaos in der Waffe des Werkzeugs des Chaos. Ja, das gefällt mir. Na los. Okay, machen wir mal die nächste Rune. Also wir haben keine...
Ich würde gerne das Schild und dir das Schild. Und Kraftrune wäre Balance. Achso, das ist einfach nur... Block, Magie, Feuer. Kann ich gar nicht Blitz damit steigern? Ach, dafür brauche ich 18 Geschick. Wie viel habe ich denn? Das sehe ich wieder nicht hier, oder? Sehe ich nur hier, ne? Okay, wir haben 10 Geschick zu wenig. Okay, das Schild bringt uns gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Also wirklich nichts. War eine nette Idee, aber... Okay, dann kann ich eigentlich ja nur in die Richtung gehen und hier habe ich eine niedrige Feuerrune drin. Und wie ich... Ja, wir sind jetzt nicht super leicht oder so. Du schon wieder. Ach, das hat er jetzt gar nicht eingesetzt. Füge die Rune. Ein Werkzeug. Na los. Das heißt, ich muss, um das überhaupt zu machen, das ist ja unsere Axt. Und da müsste ich dann theoretisch die Dings reinhauen, oder wie? Und nur mit der Waffe kann ich den dann besiegen? Ja, so ganz logisch oder ganz klar ist das jetzt noch nicht, wie das hier funktionieren soll. Ich mache hier erstmal den Schild oder das Schild. Feuer. Bonus auf Feuerblockwiderstand. Ah, die niedrige ist halt eine niedrige. Und das wäre eine gewöhnliche. Ich würde gerne mal schauen, ob wir hier irgendwo auch eine bessere Feuerrune theoretisch drin haben, die wir austauschen könnten. Aha, hier ist gar nichts drin in der Rüstung. Also das ist unsere Rüstung, oder wie? Rüstungswert. Ne, ich würde gerne neu sortieren. Wie ging das nochmal, das Sortieren? Gewicht. Ach, das ist so unübersichtlich, das mit dem Sortieren hier drin. Weil er dann natürlich immer irgendwelche Runen raushaut oder benutzen möchte. Es wiegt ein Tucken mehr. Hat halt mehr Balance.
Aber... Was hatten wir an? Das? Nee. Das hatten wir an. Super leichte Rüstung. Also 0,6, ne, Gewicht. Kann ich nachs... Nein. Nach Gewicht sortieren. Und wir haben eine Kraftdrohne drin. Physischen Widerstand. Plus 14. So, hier haben wir... Oh, hier haben wir eine höhere Feuerrune drin. Und das ist das Gewand? Nein. Das haben wir an. Oder? Ja, das haben wir an. Ach, dass die Sortierung wieder weg ist. Nach Werten. Das war unsere Rüstung, ne? Die hat Feuerwiderstand, ein bisschen Magie. Das hier, ach, da unten steht, jetzt steht hier Blitz wieder dran. Und das für 2,2 Kilo in etwa, ne? 47. Naja, die anderen Dinger sind halt super schwer. Und Magie ist jetzt nicht überragend viel, würde ich behaupten. Okay, dann lassen wir mal die Rüstung. Ja, so wirklich geile Resistenzwerte haben die alle nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß halt nicht, welche Handschuhe wir hatten. Ah, hier. Hier war... Ja, okay. Die hatten wir. Hier ist auch eine... gegen physischen Schaden. Aber wir haben halt nicht so viele... 27, 4 Kilo. Ja. Theoretisch wären die sogar besser. Mit weniger Gewicht. Oder? Balance ist besser, dafür Rüstwert minimal schlechter. Ich markiere das mal. Dann könnten wir hier die Dings rausnehmen, die Kraftrune. Und dann hier in die mittleren reinzugeben. Hier. Ja, bei den Handschuhen könnten wir ein bisschen was optimieren. Ja, dass ihr so einen Unterschied macht, ob 1 oder 2 als Wert, lasse ich mal dahingestellt.
Hatten wir die Boots? Ne. Die hatten wir. Und zwar eine 49 auf Rüstung. Aber halt auch 4,5 Kilo. Hier könnten wir ein Kilo. Na okay, aber es ist kein Sockel drauf. Ja, bei den Boots können wir nicht wirklich was optimieren. Also tausche ich erstmal hier die Handschuhe. Die lebende Legende gegen Wirkung. Aber wir hatten doch auch eine Rüstung bekommen vom Ding, ne? Aber ich glaube, das war nur eine schwere Rüstung. Das ist nach Typ. Mittelschwer. Ja, es nervt mich jetzt selber ein bisschen, dass hier das Rumgeeiere. Ja, ja, komm. Na los. So, und ich möchte so, und dann in die mittlere Rüstung würde ich gerne Kraftdrohne, die bringt uns bis. Also ob die zwei Punkte uns jetzt hier wirklich so viel bringen. So, dann ja, das Schild ist halt nice für Magie und Gift. Oder Gift geht so, aber Magie eigentlich. Und hier aus der niedrigen Feuerrune machen wir mal die gewöhnliche. What? Ach, 75 ist der normale Wert. Okay. Das ist 81, das heißt 19% kriegen wir ja trotzdem immer noch Damage und der macht viel Damage. Ja, wir sollten auch ein bisschen öfters, glaube ich, auf den schießen. Aus der Distanz. Was war nochmal Glückbohne? Was hat die nochmal gebracht? Achso, Attributsteigerung war das, ne? Genau, Attribute, Energieverlust durch Blocken.
Ja, so wirklich bereit fühle ich mich nicht, weil wirklich viel ändern können wir nicht. Und ich hatte das letzte Mal ja, wie gesagt, schon versucht, dann irgendwo, nachdem ich hier ein- oder zweimal gestorben bin, einen anderen Weg zu gehen und einfach nur ein bisschen was zu machen. Ja. Ich sehe jetzt nicht wirklich, dass wir irgendwie hier... Ja, natürlich, 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 natürlich. Auch der mit seinem komischen Ansprung, dass der aus dem Kilometer mich anspringen kann. Und ich sehe jetzt 75 Damage und man sieht noch nicht einmal, dass der irgendwie am Lebensbalken irgendwas verloren hat. Der andere war doch hier irgendwo. Blitztyp wieder aktiv. Und ist halt so langweilig. Du kannst nichts anderes, glaube ich, machen als davonlaufen. Hoffen, dass der hier irgendwas macht, dass du Abstand gewinnst. Und dann kommt er von irgendwo angesprungen. Geil. Okay, bitte, aber der kann doch nicht einmal aufstehen. Natürlich. Und ich weiß auch nicht, was passiert, wenn man hier gegen so einen gewinnt, ne? Was ist dann mit dem anderen? Lädt er sich dann wieder komplett auf? Muss man beide gleichzeitig besiegen oder übernimmt dann der andere die Fähigkeiten? Und da ich auch nicht wirklich schneller laufe, kann ich auch nicht wirklich Distanz aufbauen, ist super nervig. Keine Ahnung, wer sich den Kampf überlegt hat und fand, dass es eine richtig geile Idee ist. Ja, und dann schießt er auch noch daneben das wenige Mana, was du hast. Natürlich, natürlich. Es macht irgendwie keinen Spaß, es ist auch
keine Ahnung. Es ist irgendwie jetzt nicht wirklich belohnend. Natürlich trifft er noch. Gebiete, es kann doch nicht sein, dass der andere, dass der so eine riesen Area of Effect hat. Natürlich. Ich glaube, er hat bis jetzt immer getroffen. Jede Runde, jeden Angriff. Ah, lächerlich irgendwie. Ja, natürlich. Ach ja, ich bin langsamer mit Zuschlagen und irgendwie, ich komme da noch nicht einmal mehr weg. Das ist ja irgendwie super, super lame. Natürlich durch die Wand, Aimhack hat auch noch. Leider nicht getroffen, glaube ich. Wo ist denn der andere? Ah, hier. Na, der wird gleich runterfallen, damit ich weit weg bin von dem. Ja. Natürlich macht er wieder Schaden. Ja, ist lächerlich. Die halbe Arena ist dann voll mit Damage. Und wir machen 10 Minuten, kämpfe ich jetzt schon wieder. Und ist lächerlich, wie wenig Schaden die beide bekommen haben. Ich meine nicht, ob das als Magier dann leichter ist oder besser ist, aber da wir kein Magier sind, ist das halt, ja, Pain, ne? Absolut Pain. Natürlich ist der hinter uns.
Sehen, wie lange der überlebt. Beim ersten Berühren vom Feuer ist er tot. Also das Totem wird uns nicht wirklich was helfen. Ja, mich buffen bringt auch nichts, weil ich eh keinen Nahkampfschaden machen kann. Für das Mana 80 Schaden. Ja, und der Erdbeben, da muss ich in der Nähe sein und braucht ein Jahr zum Zuschlagen, ne? Naja, ja, ja. Ach, fuck. Ja, steh nicht auf. Bleib einfach liegen. Bleib liegen, bitte. Ja, ist lächerlich eigentlich. Bringt gar nichts. Und da wir irgendwie auch nicht leveln können, noch ein paar Punkte in Magie oder so, oder weiß ich nicht. Naja. Ich hatte auch schon geschaut, ich kann hier auch nicht aus der Arena raus. Ja, wir sind hier halt gefangen. Ja, es fühlt sich irgendwie nicht geil an die Stelle. Absolut nicht. Hier oben ist der Typ. Und da wir ja auch nur begrenzte Mana-Tränke haben, habe ich da keinen Bock jetzt hier in jeder Kampfphase 100.000 Mana-Tränke zu verballern. Ach, der ist ja hinten. Natürlich trifft er. Scheiß Aimhack. Ja. Ihr seht's, ne? Der Kampf ist jetzt nicht wirklich geil, ne? Gerade für unser Equipment, wenn man in einem zweiten Run ist oder so, dann hat oder und man weiß, was hier auf einen wartet und man kann sich ein bisschen vorbereiten, da ist es wahrscheinlich deutlich einfacher hier was, dass der jedes Mal mit seiner Attacke trifft, das ist doch dumm. Ja, ja, und dann springt er wieder hoch, ne? Ja, leider mit einem falschen Angriff zugeschlagen. Ich versuche jetzt mal ein bisschen was anderes zu machen, aber Nahkampf macht ja gar keinen Sinn, oder? Ja, natürlich. Natürlich, egal wie viel Poise du hast, er schmeißt dich immer um. Ja. Ach. Jetzt war er noch anvisiert, obwohl er auf der Decke hing. Das ist auch... Ja.
konnte nicht weglaufen. Ja, lächerlich. Es macht gar keinen Spaß, wirklich. Es macht null Spaß, da hier sich ranzupirschen. Ja, natürlich, natürlich. Auch 76 Schaden mit der Axt. Obwohl wir voll auf Dings gehen, auf Damage. Ja, es macht... Wie viel EP? Hier liegen 4000 EP rum. Ja, dass der mich jedes Mal umwirft... Obwohl wir ja theoretisch viel Poys haben. Also jetzt knapp 20 Minuten im Fight und wir haben den einen, wenn es gut geht, auf der Hälfte, noch nicht einmal ganz. Und der andere, ich will einfach nur mal schauen, wie weit der ist. Weil wir sind eh gleich down, also ist eh wurscht. Ja, ungefähr ein Viertel haben wir bei Blitz geschafft. Wow, was für eine geile Leistung nach 20 Minuten. Ist einfach nur, ja, nur im Kreis laufen. Natürlich trifft er, natürlich trifft er. Halbe Arena ist dann immer belegt. Ja. Ja, ist einfach. Es wirkt irgendwie unfair. Sagen wir es ganz ehrlich. Es wirkt unfair. Der Fight. Und wenn ich wenigstens die Möglichkeit hätte, jetzt meinen Charakter noch zu präparieren. Wenn man sagt, okay, man möchte vielleicht noch irgendwie auf Magie oder irgendwie jetzt was switchen. Aber da wir auch keine EP farmen können oder so, um vielleicht noch 2-3 Level zu machen oder so, oder keine Ahnung, irgendwas anderes storytechnisch zu erledigen oder machen. Ja. Natürlich, der springt dort hinten runter und ich werde noch gehittet. Ja. Ja, ihr seht, wo das Frustpotenzial auf jeden Fall da ist. Und was es nicht wirklich geil macht, die Sache zu fighten. Also, wir können gar nicht zurückbringen, die Sachen. Ja, für 30 Sekunden. Wir waren jetzt 20 Minuten im Fight. Das heißt, ich bräuchte 2 pro Minute. Das heißt, wir bräuchten 40 davon. 40 Splitter. Nur für den Fight. Und da haben wir die Hälfte gerade mal.
Das heißt, wir bräuchten eigentlich nochmal so viel. 80. Wo soll ich denn die 80 Splitter herbekommen? Unrealistisch. Blitz. Für 10, für 30 Sekunden. Wenn die Fights, keine Ahnung, 2, 3 Minuten, 4 Minuten, 5 Minuten gehen, dann kann man das ja ein, zwei Mal einwerfen oder so. Aber bei 20 Minuten und noch nicht mal die Hälfte erreicht, lächerlich. Tränke haben wir jetzt auch nicht. Magiesplitter zu verwenden ist halt auch irgendwie useless. Weil wir haben nur 8 und die füllen sich auch nicht wieder auf. Irgendwelche Sachen. Stoßhandschuh. Also das ist die Rune, die wir von Adur bekommen haben. Soll ich das in den Handschuh einbauen? Ich probiere es einmal. Wo war der? Hier. Du schon wieder. Füge die Runen. Ein. Na los. Granate. Aber was haben wir hier drin? Wir hatten das drin. Wir von einem schwebt und magische Gegner beschießt, nimmt, unter Beschuss nimmt. Also die Granate. Das war doch die Granate, ne? Na, gefällt mir die andere Variante besser. Und zwar... Hier hätte ich gerne das wieder drin. Und beim Geschoss das. Einfach mal schauen, was da der Unterschied jetzt ist. Boah, braucht das viel Mana. Aber wenn ich das jetzt richtig sehe, nachdem wir hier die Rune verwendet haben, bringen mich in das Reich. Es wirkt so wie, als könnten wir in das DLC-Gebiet reisen. Dort ein paar EP farmen, aber dort waren jetzt auch nicht so viele Monster. Ich will wenigstens mal testen, die unterschiedlichen Granaten. Weil das war ja hier auch ein Gebiet, wo wir relativ viel Magie-Schaden brauchen. Kann ich das? Nein. Hier liegt auch irgendwer rum. Oder etwas. Oh, hier ist eine Kiste. Haben wir die vergessen zu looten? Ach, wir haben den Schlüssel jetzt. Attributspunkt, okay.
Wenn man ein Level machen. Ja, dann lass mal hier reingehen. Ja, ich will als erstes mal das Geschoss testen. Ja. Ihr seht, wir machen hier auch super wenig Schaden. Okay, 250. Ist aber heftig. Ja, bitte. Obwohl er zugeschlagen hat, hat er ihn nicht getroffen. Ich dachte, ich hab den gleich. Ja. Gleich, ne? Links, hier ging's runter. Da wir ja hier an dem Typen ja auch so wenig Damage machen. Let's down oder was? Ja, den Rückweg haben wir noch nicht freigeschaltet. What? What? Sind die stärker geworden? Oder bin ich jetzt nur noch schlechter geworden? Hä? Das kann doch nicht sein. Ja, es läuft richtig geil, die Folge. So, einen komischen Attributsplitter. Ist wenigstens ein Punkt, was wir jetzt hier leveln können. Wir brauchen fast 30.000
EP für ein Level. Glaube erhöhte Magie-Dings, ne? Ja. Ja, die Zauberpunkte bringen uns auch nichts, war auch ein Miss. Weil, ja. Die Punkte haben wir halt bekommen für die komischen Splitter. Die Tür ist so groß, aber er muss sie immer gegen die komische Kante werfen. Macht er überhaupt Damage? Ist der immun? Es kann doch nicht sein, dass der so immun ist. Da komm her. Also ich schaue gerade auf die Uhr und bin super frustriert, weil so wirklich was erreicht in der Folge haben wir gar nicht. Also wirklich null. Was war das andere Schild? Das war das Schild, ne? Ja, das werde ich mal favorisieren. Ich nehme mal auf jeden Fall unser altes Schild. Aber das war auf jeden Fall besser. Und ich würde sagen, aufgrund der Länge der Folge mache ich hier jetzt erstmal die Pause und überlege, was die beste Möglichkeit ist, jetzt hier weiterzumachen. Hier noch paar IP farmen, aber ja, wie viel haben wir jetzt? 2000. Das heißt, wenn wir da einmal durchkommen, sind vielleicht 10 Gegner oder so. Haben wir 20, haben wir vielleicht ein Level ab. Okay, na gut. Ich danke erstmal fürs dabei sein. Und ja, ich würde mir was überlegen, weil ja, so macht es absolut gerade keinen Fun. Und trotzdem danke fürs Dabeisein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus.